kann nur sehen! Ich kann nur sehen! Nein! Im heutigen YouTube-Video möchten wir probieren, Side- und Safe-Jump zu schaffen. Wir wissen, wir sind noch da kleine Noobs und deswegen probieren wir das wirklich hinzukriegen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich habe gar keinen Bock drauf, weil ich weiß, es wird nervig und schlimm werden, aber ich hoffe, ihr habt Bock darauf und lasst gerne ein Abo und ein Like da und viel Spaß mit dem Video. Kuss geht raus, let's go! So Leute, wir sind jetzt hier bei Nuno im Video. Er möchte uns zeigen, wie man Safe und Side Jumps macht. Da gucken wir natürlich einmal rein. Seine Links sind natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Wir gucken mal, wie gut er uns das erklären kann. Weil ich weiß, viele Leute können Side und Safe Jump schon. Schreibt es auch mal gerne in die Kommentare. Könnt ihr das schon? Seid ihr gut drin oder nicht? Weil wenn wir das, glaube ich, einmal können, dann sind wir Pro-Gamer-like. Dann werde ich euch ja mal zeigen, wie Safe und Side Jumps auf dem Blockdash mehr auf jeden Fall funktionieren. Gerade ist das 0.49 Update rausgekommen. Alter, da hat er ja noch nicht mal den Namen Code Nuno, ne? Holy moly, wie lange ist das schon her? Und deswegen würde ich sagen, wir zeigen euch direkt einmal, wie Safe und Side Jumps funktionieren. Guck mal, das Ding ist, Nuno möchte auch gerne mit uns mal zusammen eine Tour machen, ne? Und wir können uns ja nicht blamieren. Ich weiß, ich habe letztens ein Video gedreht mit so anderen Influencern, Nuno war auch dabei. Wisst ihr, wie viele Kommentare ich bekommen habe, wie schlecht ich bin? Wir müssen, Chat, das geht nicht, wir müssen das ändern. Wir müssen das ändern, Leute, das geht nicht, wir müssen besser werden, deswegen... Der eine andere, der nicht weiß, was Safe und Side Jump sind, ich zeige euch das einmal, ihr habt eine Wall hinter euch. Bedeutet, ihr springt hier einfach komplett an der Seite drüber, das war ein Safe Jump, jetzt zeige ich euch mal einen Side Jump. Da habt ihr auch noch... Das kann doch eigentlich nicht so schwierig sein, Leute. Safe Jump bekommen, also Side Jump und Safe Jump. Diese beiden Dinge werde ich euch jetzt in diesem Video einmal ganz kurz erklären, wie ihr die am besten... Wie er durchspringen wollte, aber nicht geschafft. Hinbekommt, dann würde ich sagen, wir fangen auch schon direkt einmal an hier. Jeder kennt es, ihr habt eine Wall vor euch und ihr wisst nicht genau, wie ihr das hier machen müsst, wann ihr genau springen müsst, wie ihr das am besten handhaben müsst, sodass ihr jede Wand, die davor kommt, einfach einen Sidejump machen könnt. Und ich zeige euch jetzt direkt einmal hier wie. Und ihr seht schon, direkt im Hintergrund mache ich ein paar Mal den Safe und den Sidejump. Ey, wie der ist gut, eigentlich, ne? Ziemlich einfach. Und ihr seid, ey, zu wie viel Prozent, Leute, schafft ihr den Safe und Sidejump? Das würde mich mal interessieren, weil es gibt so Leute, die sagen, ja, so 75%, 60%, bei mir ist so 5%. Aber ich habe einen mathematischen nicht verstanden, wie man das macht, weil ich glaube, das ist so eine richtige mathematische Gleichung, die man da aufstellen muss, damit man das wirklich jedes Mal hinkriegt. Ich würde euch alle auch empfehlen, der bringt euch in sehr, sehr vielen Situationen weiter. Und das, was ihr in dieser Situation berücksichtigen müsst, ist einfach, dass ihr nicht in den Laser rechts dran springt. Bedeutet, ach echt? Was ist das für ein Tipp? Nuno, komm, gib mal richtige Tipps. Ich zeige euch direkt mit einem Pfeil einmal, wann ihr springen müsst. Ah, das ist gut. Und dann zeige ich euch noch einmal direkt hinterher. Das muss ich mir merken. Man muss bei dieser blauen Linie dann jumpen. Wie ihr das am besten handhaben könnt. Sehr gut. Dass ihr richtig einplanen könnt, wie ihr rechts und links. Ich weiß nicht warum, aber auf der linken Seite komme ich einfach nicht klar. Side Jumps und Safe Jumps bekommen. So, da die andere Runde gerade kurz zu Ende war, versuchen wir es jetzt mal weiter. Als erstes müsst ihr mittig bei dem Block ungefähr stehen. Mittig? Okay, da. Okay. Bleiben, einen Sprung machen und nebenbei vorbeispringen. Ich zeige euch das jetzt einmal, wenn ich ganz weit vorne bin. Ich glaube, man kann das gar nicht so gut erklären. Man muss das so selber fühlen, wann man das macht. Zwischen den beiden hier zu bleiben, nicht zu weit links, zu weit rechts. Das Timing, wann ihr springt, werde ich euch jetzt sofort auch einmal direkt sagen. Ich mache dafür extra die Slow Motion an, dann seht ihr ungefähr, wann. Sehr gut, Nuno, zeig uns, wie es funktioniert. Strich hier, und dann springe ich hier einfach und gebe einfach nur neben dem Block herzusliden. Bedeutet, ich berühre den Block nicht, ich gehe einfach nur neben dem Block einmal direkt her hier, ne? Ich zeige euch den noch einmal. Wir warten ja immer ganz kurz. Ja, okay, so mittig muss man stehen, so nicht zu weit rechts, sonst geht man, glaube ich, ins Laser rein. Oh, wie spät man springen muss! Krass, wie spät! Ich hätte das viel früher gedacht! Vorbeigesprungen und dort einer rüber. Die Bots sterben ja alle einmal, aber ist ja auch nichts Schlimmes. Ihr müsst einfach nur versuchen, der Trick ist sehr, sehr... Guck mal, das regt mich am allermeisten auf, wenn die Leute sagen, das ist sehr, sehr easy. Sehr, sehr easy, ich drehe hier halb durch. Vor dem Block stehen zu bleiben, kurz bevor das lilane hinten kommt, einmal... Lilane hinten kommen. Was meint der mit lilane hinten? Achso, der meint das Ende, ne? Mal komplett springen und dann versuchen, neben dem Block herzuspringen und nicht zu weit nach rechts oder links, je nachdem, wo ihr den Sidejump macht, damit ihr nicht an den Laser rankommt, ne?
Ich empfehle euch auch immer einen Safe oder einen Sidejump zu machen und niemals aufzugeben. Sehr oft sehe ich diese Situation, dass Leute sagen, oh nein, ich muss einen Sidejump machen, ich gebe jetzt sozusagen auf und bleib einfach so vor dem Block. Nein, naja, versucht es, ihr kriegt das hin, ihr könnt das in jede beliebige Richtung machen. Aber er ist auch eher mehr, dass er das auf der rechten Seite macht. Ich weiß nicht warum, auf der rechten Seite kriege ich es auch manchmal hin, auf der linken Seite kannst du vergessen, da mache ich gar nichts. Je öfter ihr das übt, umso besser. Ich würde sogar vor der linken auf die rechte Seite probieren zu laufen, weil auf der linken Seite kriege ich es gar nicht hin. Ich zeige euch jetzt auch nochmal Safe Jumps und versuche die genau gleich zu erklären. Safe Jumps genauso sind so wie Side Jumps, nur ein bisschen nach hinten springen und genau dasselbe hier auch, ne? Bedeutet, schreibt mal bitte in die Kommentare, was findet ihr schwieriger, Safe oder Side Jumps? Macht nichts anderes außer statt hinten her zu rennen, versucht ihr einfach nach hinten zu springen und nachdem ihr nach hinten gesprungen seid. Man muss nach hinten springen und dann mit dem Rutsch, also mit dem Sliden zurück. Seid, versucht ihr einfach auf entspannt hier ein bisschen zu warten, bis der Block weggeht und dann rüber zu gehen, ne? Die beiden Tipps und Tricks sind nicht genau schwierig. Ich zeige euch das nochmal in Slow Motion. Was ich euch direkt auch vor Anfang an mitgeben kann, die einen oder anderen, die beides noch nicht können, kein Safe und kein Sidejump, ich würde euch empfehlen, erstmal die Sidejumps zu üben. Hm. Leute, die hier. Okay, wenn das Nunu sagt, unserer Sensei, dann machen wir das jetzt auch. Dann machen wir zuerst Sidejumps. Übt die, dann habt ihr genau das Timing raus, wann ihr am besten springt. Und wenn ihr das drauf habt, versucht ihr dann die Safe-Jumps nochmal hinterher zu machen. Ne? Bedeutet, Schritt für Schritt, es wird beim Anfang auch nicht klappen. Ihr werdet doch oft hintereinander down gehen. Irgendwann kommt ein kleines Erfolgserlebnis, wo ihr dann einen von diesen beiden Sprüngen schafft. Und dann versucht ihr das umso mehr und je mehr ihr übt, umso besser kriegt ihr auch diese ganzen Safe- und Side-Jumps hin. Ne? Das Safe und Sidejumps einmal für euch den ganz kurz und knackig einmal erklärt. Ich hoffe, diese Tipps und Tricks helfen euch auf jeden Fall mal weiter, dass ihr auch im... Nuno, Aziz, vielen Dank für die Hilfe. Wir gehen jetzt direkt rein und probieren es selber mal rauszufinden. Es ist 8.20 Uhr gerade morgens an einem Donnerstag, glaube ich. Wir müssen das schaffen, damit wir die Pro-Gamer-Szene erreichen. Let's go! So Leute, wir sind jetzt in einer Runde drin und probieren wirklich komplett das mit dem Timing und sowas. Das war jetzt richtig wichtig, dass wir genau wissen, wann wir abspringen müssen. Weil manchmal mache ich es, glaube ich, schon automatisch. Okay. Nein! Oh, wie close! Ich bin nicht richtig rumgekommen. Nein! Oh, das ist doch schwierig. Guck mal, ich dachte gerade kurz. Okay, Dias, vielleicht ist es so ein Moment, du hast es direkt verstanden und machst es hinterher. Nein, wir gehen nochmal rein. Okay, ich glaube, die Position ist schon mal ganz gut. Oh, wie close immer! Das gibt's doch nicht! Ich kann doch das nicht mehr! Oh, die Routen gehen immer so schnell vorbei. Ah, ich hab panikt! Oh, ey, ich glaube, dieses Video wird mich brechen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ne? Aber das ist so, so wichtig, ne? Oh, ich kann das alles nicht. So, okay, das ist perfekt. Zu früh! Mit so viel anstrengend. Okay, Leute, jetzt ganz ruhig, Dias. Okay, du musst dich einfach beruhigen, Dias. Einmal durchatmen, ein bisschen Yoga machen. Aber das ist wirklich rein, raus, nicht, dreh durch. Okay, Leute, mein Problem ist, ich habe dafür keine Geduld. Ich bin kein Mensch, der sowas kann, ja? Es ist zu viel für mich. Es ist einfach zu viel und ich habe auch keinen Bock mehr. Nee, guck mal, man geht rein, man probiert und man... Das ist nicht mal worth it. Ich kann nur leben. Oh. Ist okay. Ist okay, wir machen das jetzt noch fertig. Wir kriegen das easy hin. Jetzt Full Concentration und dann machen wir ein bisschen Meditation. Weil es macht ja richtig Spaß, hier einfach immer rein und raus zu gehen. Ja! Okay, jetzt noch einmal! Komm, Dias, du schaffst es. Jetzt hast du es gelernt bestimmt, ne? Oh! Aber es müsste eigentlich ohne klappen. Aber mit klappt schon mal ein bisschen. Wir haben einen kleinen Erfolg, Leute. Okay, mir wurde gesagt, damit sollten wir es lieber nicht machen, wo das ist. Aber Leute, wir kriegen es hin vielleicht. Okay, jetzt ist es so immer mutig werden. Nein! Oh, aber close! Aber gut, schon mal ein bisschen besser, oder? Ein bisschen besser. Wir kriegen das vielleicht heute noch hin. Ich kann das alles nicht mehr. Ist zu viel.
Okay, Leute, wir haben das schon mal jetzt ein bisschen besser hinbekommen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, könnt ihr das bei beiden gleich gut oder seid ihr bei einer Seite besser als auf der anderen? Guck mal, wenn schon der Block am Anfang kommt, ne, die Runde ist sofort vorbei für mich hier. Na, oh, aber ja, mit denen geht's schon, ist schon okay. Aber wir müssen auch ohne schaffen. Ja, we made it! Ich dachte, jetzt haben wir's raus. Jetzt dachte ich, haben wir's raus. Glückwunsch, Martin Deile, für den Sieg. Glückwunsch. Viel Spaß dir mit deinem Sieg. Deine Krone, nimm mit, ist okay. Herzlichen Glückwunsch. Nervt mich bitte hier nicht, ich muss hier üben. Ja, die ist auf dem Weg zum Pro-Gamer. Geh weg. Ich muss Sidejumps üben. Oh, Karma kassiert, ich muss... Karma kassiert. Entschuldigung, Bot, es tut mir leid, ja? Aber ihr begleitet Dias gerade auf dem Weg zum Pro-Gamer. It's not possible. Ich fühle mich gerade so wie beim Sportunterricht, ne? Wenn der Lehrer sagt, hier, mach mal hier 2-Meter-Sprung, dies, das. Und du schaffst einfach nicht, weil es unmöglich ist. Nein, okay. Das nehmen wir lieber nicht, damit es mir ein bisschen so, okay, wir gehen jetzt hier so rüber. Das nehmen wir, das wird's. Geht mal weg! Ich muss mein Zeitschau üben! So, okay, wir sind jetzt hier. Da müssen wir nach hinten einmal springen. Genau jetzt. Und dann machen wir das so. Und dann easy! Ich kann das sehen! So, Leute. Das Spiel bricht mich, ne? Komm, Dias, probiert es jetzt da. Vielleicht kriegt er es ja hier besser hin, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Bitte. Ist okay. Ich höre einfach auf zu zocken. Ich höre einfach auf, StumbleGuys zu spielen. Ist okay. Ich werde nie ein Programmer. Ich gebe auf. Let's go, nächste Runde. Dieses Spiel hat mich so krass gebrochen, ne? Ja, wir haben es geschafft. Wir können es. Kann gar nichts! Wie ich Hoffnung habe und die dann immer wieder zerstört wird! Nee, ich hab keine Lust mehr, ne? Das Spiel bricht mich in 1000 Einzelteile. Nunu, dein Video hat nicht geholfen. Schlechter Sensei. Nee, macht keinen Bock! Ist einfach schlecht! Werd besser, YouTuber! Ich kann da alles nicht mehr. War natürlich nur Spaß, nur ich liebe dich, es tut mir leid. Wirklich, es tut mir wirklich leid, aber ich bin verzweifelt! Ich kann das alles nicht mehr. Das ist zu kurz, ich habe Angst, ich nehme dir nicht. Okay, das ist die perfekte Wall, um das jetzt hier hinzukriegen. So, wir belieben jetzt. Leute, schreibt es in die Kommentare. Bin ich kurz davor? Bin ich noch meilenweit weg? Ich kann das alles nicht mehr. Ich glaube, es liegt am Skin. So, wir machen jetzt mal hier den ultimativen Skin. Holen wir raus. Das ist mein Lucky Skin Golden Sensei. Der wird das heute für mich carryen. Ich sag's, es ist ab jetzt wird's die Lösung der Lösung geben. So, Leute, ich sag's, wie es ist. Jetzt Golden Sensei. Der wird alles auseinandernehmen. Der wird mit seinen die Cheats-Codes hier benutzen. Ich bin zu weit links, glaube ich. Ah, Sensei! Sensei! Luck! Sensei! So, okay, doch, das wird jetzt kommen, das Happy End. Es ist doch nicht möglich!
lange und es funktioniert einfach nicht. Und er sagt nur noch, easy Tricks, easy Tricks. Ich geb dir gleich easy Tricks. Nee. Nee, einfach nein. Leute, einfach nein. Wirklich nicht. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Einfach nein. Dieses Spiel zerstört mich. Leute, es ist unmöglich zu schaffen. Ich sag's euch, der Skin ist schuld. Der Skin ist schuld, es reicht mir. Skin weg. Mein Lieblingsskin, aber nein, nicht mehr. So Leute, Bolt kann mein neuer Lieblingsskin hier werden. Wenn er sich hier richtig anstrengt und benimmt und mir jetzt hier den Safe Jump verschafft, kann der mein Lieblingsskin werden. Es lag nur am Skin. Ja, Bolt ist es. Bolt ist mein neuer Lieblingsskin. Ich und er forever together. So Leute, das war's mit dem Video. Ihr könnt heute auch 1000 Gems gewinnen. Wenn ihr einen Kommentar in die Kommentarbox mit euren Ingame-Namen auch schreibt, könnt ihr 1000 Gems gewinnen. Schreibt auch nochmal gerne liebe Worte dazu. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wir haben keinen Bock mehr. Es reicht uns hier heute. Ne? Das Spiel ist... Wir mögen das Spiel. Alles gut. Peace und Frieden. Ihr seht mich wahrscheinlich jetzt 3 Tage nicht mehr online. Ich sag, wie es ist. Das hat mich traumatisiert, dieses Runde. Okay, Leute, hab euch ganz so lieb. Wir sehen uns morgen mit einem neuen Video. Natürlich, Kuss geht raus. Hab euch ganz so lieb. Bis dann, Leute. Ciao.